Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play Resident Evil 7 Not a Hero. Hey, geht's dir gut? Halte durch, bin unterwegs. Wir versuchen uns jetzt nochmal hier in diesem Fallenraum. Weil insgesamt ist der tatsächlich gar nicht so schlimm. Wir wissen, dass wir Marquez auf jeden Fall, also mit ihm nicht interagieren sollten. Hätte ich hier nicht irgendwo noch mal Schrotmunition gefunden? Ja, okay. Dann wieder auf 39, wunderbar. So. Bleib mal, wo du bist, Junge. Guck, ob wir hier vielleicht noch irgendwas ändern können. Hast du gerade richtig gesehen? Alter. Wir haben jetzt 7 Schuss von der Anti-Regenerationsmunition. Ah! Also da ist ein Hebel an der Wand. Das macht er. Er schaltet die Fallen ab. Okay. Lassen Sie Ihren Kameraden nicht im Stich. Ja, ja, schon gut. Marquez? Der ist doch schon tot, hey. Oder? Hey, bist du noch bei uns? Ja, du bist's. Danke. Ich dachte schon, ich wurde zurückgelassen. Niemand wird zurückgelassen. Ich glaube, wir kommen hier raus. Lucas ist ein verdammter Irrer. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, er oder diese Dinge. Ja, definitiv. Wir müssen hier raus. Definitiv, Lucas. Hier drüben. Da oben. Kommen wir raus. Oh, Scheiße. Das darf nicht wahr sein. Scheiße. Scheiße, Scheiße. Hebe mir das Teil ab. Nein. Das waren dann alle drei, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht, Christopher. Aber ich bin es echt leid, Spielchen zu spielen. 3 Männer, Lucas. 3 meiner Männer sind wegen dir tot. Das endet. Und zwar sofort. Ich glaube nicht. In einer Minute sind es 4 tote Soldaten. Du wirst scheitern. Und dann wirst du sterben. Okay. Wir haben hier wohl ein Problem. Sind dran, Chris. Geh zurück zur Haupthöhle und warte auf weitere Anweisungen. Lass mich nicht hängen. Okay, jetzt zurück zur Haupthöhle. Okay, ist das jetzt ein Zeitlimit für das gesamte restliche Spiel? Oder ist das jetzt das Zeitlimit, um zur Höhle zurückzukommen? Ich meine, ganz ehrlich, das müssen wir schon klären. Jedenfalls speichere ich jetzt nochmal ab. Flüssigem Stickstoff in der Nähe. Vielleicht kannst du mit Einfrieren die Bombe entschärfen. Wo sind die Kanister? Das Lager im Abbauraum des Bergwerks. Geh durch das rote Tor.
Ist das rote Tor? Oh Gott. Na gut, da wollte ich sowieso hin zurück. So. Bin gleich soweit. Kleiner Blick. Das ist mir gerade echt wichtig. So. Okay, Nachladegeschwindigkeit erhöht. Sehr schön. So, einmal speichern. Und dann geht die Luzi ab hier. Weißt du was? Grün ist die Hoffnung! Ich will hier hinter das Clown-Tor noch gucken. Weil ich davon ausgehe, dass das Clown-Tor hinter dem roten Bereich da ist, wo wir weitergehen müssen. Also, das ist ja definitiv das nächste Story-Areal, ne? Noch ein Stabilisierer. Sehr schöne Sache. So, die injizieren wir uns auch noch schnell. So, ich hoffe, dass das kein Fehler ist, hier noch so, ich sag mal, rumzutrödeln. Und jetzt durchs rote Tor gehen. Ja, da wollte ich ja eh noch mal hin, ne? Hinter dem Dicken. Jetzt. Hinter dem dicken Kerl war ja auch noch ein Tor, das man aufschließen konnte. Da wäre ich ehrlich gesagt eh jetzt noch hingegangen. Ich finde es geil, dass er gesagt hat, ja, in einer Minute gibt es einen weiteren toten Soldaten. Und dann haben wir 10 Minuten Zeit, um diese Bombe zu entschärfen. Ich meine, ich nehme das einfach mal so hin. Moment. So, ob der große Dicke noch da ist? Das wäre jetzt mal interessant. Warte, jetzt noch. So, weiter geht's. Ja, wir haben noch 5 Minuten. Wir müssen jetzt uns nicht unbedingt hetzen, hoffe ich. Mich würde halt vor allem interessieren, ob das große, fette Baby noch da ist. Da ist aber tatsächlich bislang nichts weiter von zu sehen. So, du bist auch tot. Ich habe auch nur noch 4 Minuten. Ja, so gehen wir alle unseren Weg. Trotzdem versuche ich mich nicht zu sehr hetzen zu lassen hier. Ja.
Okay, aber nochmal. Anti-Regenerations-Munition gekriegt und Steroide. Oh, jetzt muss ich mal ganz kurz, wartet mal. 9 von 10 antiken Münzen. Also hier nochmal lang zu laufen hat sich gerade echt gelohnt. Wir haben auch 50 Schuss für die Schrotflinte. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie weit ist wohl dieses Areal noch hier? Der flüssige Stickstoff ist gleich da vorn. Okay. Sie haben nicht genügend Platz, das lässt sich natürlich ändern. Soll ich euch mal was sagen? Das war mir so klar. Oh ne. Jetzt wird's schief, ganz ehrlich. Okay, ganz ehrlich, das ist gerade ein bisschen fies, oder? Ey, hör auf mit der Scheiße! Ernsthaft? Die Mama moldet, okay. Okay. Ich hab mal kurz die Munition. So, weil die Munition würde ich schon ganz gerne noch mitnehmen. Okay. So. Mama Mole, ich bin bereit. Und BAM! Der war für dich. Oh Mann! So, ich muss mich nebenbei ein bisschen heilen. Okay, wo ist sie denn? Da ist sie. Bumm. Thank you.
Mann, lass dich von der Scheiße noch nicht mal treffen. Wo ist sie? Da. Nein, das machst du nicht nochmal mit mir. Oh, meine Güte. Na, oh. Das ist ein nerviger Kampf, ey. Sie spuckt auch gleich wieder diese Scheiße aus da. Steh auf. Oh, meine Güte. Finde den Stickstoff. Brauchst mich nicht erinnern. Meine Güte, das wird aber jetzt ganz schön knapp mit dem Stickstoff. So, komm. Wird das wirklich funktionieren? Schnell, Chris. Wird schon schief gehen. Oh. Mama Molded, ey, da sage ich nichts weiter zu. Das geklappt. Wer jetzt los, bevor es auftaucht und neu startet? Mist! Ups. Alles klar, Chris? Ja, mir geht's gut. Mir geht's gut. Okay, Lucas. Nur noch du und ich. So, Chris, wir sehen einen Raum hinter der Tunnelbohrmaschine. Lucas? Vielleicht. Probier da reinzukommen und schau nach. Verstanden. Kann ich das irgendwie kombinieren? Nee. Aber ich kann mir wieder ein bisschen Platz im Inventar schaffen. So. Okay, ich habe noch 4-mal Heilung. Den Clown-Schlüssel habe ich auch noch im Inventar. Mit den Steroiden warte ich noch einen Augenblick, weil die ja unsere Lebensenergie auch nochmal wieder voll regenerieren und dann noch den maximalen Wert erhöhen. Das ist ziemlich geil. Okay, der Weg hier führt jetzt wieder zurück, ja? In die Areale, die ich schon kenne. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch super viel kommt jetzt. Ich denke, wir haben den Großteil dieses DLCs tatsächlich jetzt schon hinter uns. So, das wird jetzt wieder ein großer Kreislauf. Wenn ich da lang weitergehe, also gehen wir hier lang jetzt wieder zurück. Dann können wir auch nochmal speichern und dann benutzen wir den Clown-Schlüssel bei dem letzten Areal, was da noch über ist. Einen haben wir ja noch. Den großen Knopf vorne auf der Konsole, direkt neben dem Speicherpunkt. Aber den benutzen wir dann in der nächsten Folge.
von Resident Evil 7, Not a Hero. Bis dann.